das habe ich aber, glaube ich, gerade nicht. So, Leute, jetzt geht's mit Pandemonium weiter, was wir ja auch schon angefangen haben. 18,10 Euro sind übrigens übrig geblieben von dem, was der gute Volker da geschickt hat. Das waren insgesamt 2, 5, 7, 7, 55, plus 10, 55, 18 Euro, was weiß ich. Ist mir jetzt zu heiß, ich bin ganz schlecht, ich bin heute im Kopf, ich bin richtig abgefuckt. Ja, doch deine Fresse, du Bitch, Alter. Natürlich spiele ich nicht auf dem Emulator. Ich habe eine PlayStation hier neben mir stehen. Emulator kann ja jeder. So. Das hat ja auch einen Haufen Kohle gekostet, die ganze Scheiße hier ranzukarren. Ja, Emulator kann ja jeder machen. Aber ich bin nicht die. Ja, ziehe ich Pandemonium noch durch. Mal gucken, wie ich wollte in der Champions League gucken. Wir sind jetzt in welchem Level? Level 10. Level 10 erst? Oh Gott, oh Gott. Spider Forest. Wir waren noch schon viel weiter, oder? Habe ich jetzt das falsche Passwort aufgeschrieben? Oh. Geht ja schon mal gut los. Ja, weil ich habe hier diesen Block, den ich hier habe, das ist ein großer Papierblock auf meinem Schreibtisch. Wenn ich zu viel Starkraft spiele, hier da, wo die Hand immer aufliegt, an der Tastatur, durch den Handschweiß und so, rubbelt ich das Papier immer durch und dann reiße ich alle paar Tage, muss ich das Blatt wechseln, obwohl das eigentlich noch gar nicht vollgemalt ist. Und ich habe dann immer von einem zum nächsten Blatt hier das Pandemonium-Passwort übertragen. Und ich habe vielleicht das falsche aufgeschrieben. Erstmal wieder. Alter Schwede. Da muss ich jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Ich habe die ganze Zeit Crash Bandicoot gespielt. Ah, geiler Macker, wie ich bin, Alter. Ach, das klappt ja weg hier. Ach du Scheiße. Ja, Gabelstaplerfahrer, kannst man einem Multimillionenunternehmen auch mal ein bisschen was spenden, Junge. Teil 2 war gut, ja. Ich frage mich allerdings auch, wo die ganzen Views herkommen. Auf YouTube, auf den Crash-Videos. Die sind, da muss irgendwer was boosten, weil ich kann mir nicht vorstellen, wo die ganzen hunderten Views und die hunderten Likes da auf einmal herkommen. Da ist, irgendwas läuft da nicht ganz richtig. Da ist irgendwas mit Betrug. Die GEZ will eine 100 Euro Spende von dir, ne? Hau doch mal einen durch. Würde ich auch nehmen. Ja, Kochvideos auch viele, naja. So. Mehr als Starkraft auf jeden Fall. Ja.
Boah. Ach, da ist der Arzt noch gar nicht. Ja, man kann sehen. Meine durchschnittliche Anguckzeit sind 10 Minuten. Die durchschnittliche Videoguckdauer 10 Minutes. 10 Minuten 14 Sekunden, glaube ich. Um genau zu sein. Betrug. Nein, das kann ich nicht bei jedem Video einzeln sehen. Nein. Ach, jetzt bin ich einen ganz anderen Weg gegangen hier, ne? Ah! Ich glaube, das kommt schon hin mit dem Level, wo wir hier gerade sind. Ich kann nur mal meinen Top-Videos die Overall-Gesamtabspielzeit kann ich einsehen. Vielleicht, wenn man ein besserer, so ein YouTuber ist mit ganz vielen tausenden Views und Klicks und Mach und getan, dass man dann detailliertere Statistiken hat, aber aktuell habe ich das nicht. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ich habe ja schließlich Crash Bandicoot jetzt auch geschafft. Na ja, mal so ein lächerliches Pandemonium hier, das ist ja wohl mal ein Witz. Geschwindigkeit. Ach ja, hier bei diesem. Das ist Level 10. Das geht so durch Höhlen mit Feuer, wie Crash Bandicoot hier. Das ist ganz abwechslungsreich, aber super schwer, ohne Scheiß. Ja, leck mich doch! Noch einen zweiten Charakter in dem Spiel, den Clown. Sie kann den Doppelsprung als Special, dafür kann er immer schießen. Oder er kann sich so wirbeln, dass er so Gegner umhauen kann. Sie kann den Doppelsprung. Oh ja, diese Holzbalken hier. Damn da! Und die Level sind auch riesig, ja? Bis du da mal alles gesehen hast. Boah, Glück gehabt. Ah!
Boah! Oh, leck mich doch am Arsch, du hässliches Schwein! Mein Credo ist erstmal einfach nur, ich will durchkommen. Ohne diese ganzen, da gibt, oh ja, yeah, woo, da kann man ja noch so viele Sachen entdecken bei diesen Dingern. So, geil, Level 11, Level 10 geschafft. So. Aha. Level 11, Soldier Barracks. Ja, die Geschichte hier bei diesem Spiel war ja für die, die es halt noch nicht so gesehen haben, das sind zwei so. Oh. Ja, zwei so Zauberer, so Magier, Hexen, was weiß ich, und die haben sie mit ihren, die sind noch jung und unerfahren und haben irgendwie bei ihren Zaubereien Scheiße gebaut und müssen das jetzt wieder gerade biegen und müssen jetzt durch allerlei Welten und Gefahren. Oh, hier mit einer Säge, Junge. Hui. Da gab es auch noch mal einen zweiten Teil von. Den habe ich auch. Und es ist, wie gesagt, sehr schwer. Und einigermaßen hässlich. Aber es ist egal, es macht Spaß. Ja, der hält was alles aus, Alter. Nein, es gab immer nur zwei Herzen. Also ich wüsste nichts von dem dritten. Oh Gott, oh Gott. Hier komme ich nicht durch, warum nicht? Ah. Aber nur zeitlich begrenzt. So, was das hier mit Soldier Barracks zu tun hat, wenn hier im Wald irgendwelche Sägen rumhängen. So, jetzt haben wir hier den Terminator-Modus. Jetzt können wir erstmal überall durchrennen. Nein! Na. Man kann auch auf Amazon Videos hochladen, aber nur bis 2 Minuten und die dürfen nur ganz klein sein von der Dateigröße. Ja, wo wir gerade mal wieder dabei sind, ihr könnt mal wieder ein paar Amazon-Bewertungen von mir gut bewerten, das wäre sehr cool. Es gibt auch bald wieder was. Ich habe ja letzte Woche ein Mauspad verschenkt. Bitte da mal auf mein Profil gehen und meine Bewertungen als hilfreich/nützlich bewerten. Das wäre sehr nett. What? Oh, Arschloch.
Aha, in Level 5, 10 und 13 gibt es ein extra Herz. Die bleiben dann für immer. Betrug. Ich habe keins davon. Na toll! Ich hatte mal so ein Herz. Das ist aber nicht geblieben auf Dauer. Ah, toll. Komm, gekriegt ist es schon wieder weg. Ja, da kommt er wieder aus dem Nichts. Ich sag's dir, dieses Spiel ist so pervers schwer. Es gibt Cheats dafür, aber... Ja, kann ich an Level. Ich kann auch zurückgehen in Level 10 oder in Level 5. Können wir ja gleich mal probieren. Oh. Aber wir raschen jetzt erstmal volles. Ach, die kann man auch plattwalzen. Ja, toll. Muss man doch immer eins sagen. Wie gesagt, gibt es ja so viele Ebenen und alles Mögliche, was du hier entdecken kannst. Die ganzen Dinger musst du einsammeln. Auf dem Ding kann man auch laufen. Ja, dann muss auch einmal erstmal einer einen sagen. Okay, das geht dann nicht durch. Oh. Wie komme ich denn jetzt hoch? Oh. Oh nein! Oh.
I need a harder. Oh. Ah. Oh. Was ist denn jetzt? Ja. Ja, hier schön rein in die Säge, Junge. Nein! Blazing Blade kann ich nicht. Habe ich es gemacht? Oh. Oh. Ach, die scheiß Bärenfalle. Och nein! So, bei 300 gibt's ein Leben. Nein! Ja, wir gehen erstmal Level 5 und versuchen mal dieses Extra-Herz zu finden. Grotto. Und wo? Wo ist das Extraherz? Ach ja, nee, diese komischen. Da darf man ja auch nicht drauf kommen. Ach, man darf nirgends darf man hier drauf kommen. Ja.
ist nicht so, als wenn das am 10. Level vorher einfacher wäre, ne? Wir gehen wieder da. Ich weiß auch gar nicht, wo das dann sein soll. Da müsste ich mir erst eine. Nee. Wir machen das jetzt mit der Holzhackerhütte da. So, mal geht ein Fußball los. Champions League 1930, Atletico Eindhoven. Schmelzofen gleich am Anfang. Bei Level 5 ist doch gar... Wo war denn da eine Kanone, Alter? Wo ist denn hier eine Kanone am Anfang? Wo ist hier ein Schmelzofen? Das ist noch die ganz andere Frage. Ja, in Level 10, Alter. Ich bin gerade in Level 5. Ja, Level 10, das habe ich auch. Level 10, Canopy Village. Ziemlich cool. Achso, die erste Beschreibung ist für Level 5, also beim Schmelzofen, gleich am Anfang in die Kanone. So, wo ist jetzt hier eine Kanone und wo ist der Schmelzofen? Level 10. Ist hier eine Kanone? Geil, oder? Ich bin verwirrt gewesen. Vielleicht war das bei Pandemonium 2, genau, wollte ich auch gerade sagen. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen anstrengen. Das weiß ich jetzt auch von Crash Bandicoot. Das ist alles machbar. Wir raschen einfach durch, da wo es geht, wird gerascht. Hier meinte ich. Platt mit dem Ding. Leck mich doch an der Füße, Junge.
Ich kann mich auch aufducken auf dem Ding. Ah, geil. Nein! Diese Spiele von damals, Alter, die sind... für'n Arsch! So. Wir googeln das jetzt mal. Extra Herzen Pandemonium. Ja, wo steht denn das? Wonach hast du denn gegoogelt? Ich finde hier nichts. Sag mal einfach, wonach du gegoogelt hast. Link schicken im Chat geht nicht für Nicht-Mods. Extra. Pandemonium Hard-Container. So, Hard Containers, this section of my mini list the location of the 5 Hard Containers in the game description. As far as I know, there are not 6 Hard Containers, as it sometimes assumed for some reason in the United States. So, Fungus Grotto. So, Hard Containers in the last section of the level with the long water slide. It appears at the end of the section just before the goal platform. But only under a special circumstance. The trick here is to complete the slide without breaking of any of the stone arcs. You don't have to be fast and you don't have to collect any crystals. Just pay attention. Das ist natürlich... Das ist alles voll Pack. Fuck. Wir versuchen es erstmal in Level 3. So, unser Hard Container. Wir können aber auch einfach den Cheat anmachen. Und einfach mal durchrennen durch dieses Scheißspiel. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich habe das Passwort aufgeschrieben. Wir spielen jetzt Crash Bandicoot.